So, Wango, du erinnerst dich an unsere Schüttelbox? Und heute machen wir mal ein Spiel damit. Okay. Konzentrier dich, Wango, ja? Ich habe hier wieder fünf Perlen. Ich kontrolliere nochmal. Ja, ich habe hier fünf Perlen. Und hier habe ich eine Perle. Wango, wie viele Perlen habe ich noch hier in der Kiste? Und du kannst es nicht sehen. Ich sehe eine Perle. Wie viele Perlen siehst du nicht? Es sind fünf Perlen. Ich sehe eine Perle. Dann sind noch vier Perlen in der Kiste. Eine Perle siehst du und du denkst, vier Perlen sind noch in der Kiste. Wir schauen mal, ob Wango recht hat. Richtig, Wango. Vier Perlen waren noch in der Kiste. Ich bin super. Wir schauen mal, ob du das nochmal hinkriegst. Ich habe wieder fünf Perlen, Wango. Schau her. Und du siehst jetzt drei Perlen. Wie viele Perlen kannst du nicht sehen? Überleg mal, Wango. Es sind fünf Perlen in der Kiste. Drei kann ich sehen. Dann sind noch zwei Perlen in der Kiste. Wango sagt, zwei Perlen sind noch in der Kiste. Wir schauen mal, ob Wango recht hat. Hier sind die drei Perlen, die ich sehe. Und Wango hat recht. Es sind noch zwei Perlen in der Kiste. Und jetzt bist du dran. Wir arbeiten jetzt mit vier Perlen. Ich räume eins, zwei, drei, vier Perlen in meine Kiste. Moment. Und du musst jetzt gleich überlegen, wie viele Perlen sind noch in der Kiste. Es sind vier Perlen in meiner Kiste. Du kannst zwei Perlen sehen. Wie viele Perlen sind noch hier? Wir kontrollieren mal. Es sind noch zwei Perlen in der Kiste. Zwei plus zwei. Wir probieren es nochmal. Und wir machen das nochmal. Wieder mit vier Perlen. Ich schüttle. Und du kannst null Perlen sehen. Wie viele Perlen sind noch hier in der Kiste? Du denkst vier? Wir schauen mal. Richtig, du kannst hier die vier Perlen sehen, die noch in der Kiste sind. Super.